Lieber Wolf-Dieter, das ist jetzt unser zweites Interview. Weil genau. 2016 haben wir in einem Vortrag, wo du in Karlsruhe warst, die Heilkraft des Waldes, ganz spontan ein Interview geführt. Ja, ja. Und 5 Jahre später kommt das zweite. Was ich ganz lustig fand an dem Interview, zum Schluss hast du gesagt, oh, schon fertig. Und ich habe damals gesagt, ja, die Menschen wollen gar nicht viel mehr lesen, die wollen das kurz. Und mittlerweile ist der Beitrag weit über 13.000 Mal gelesen worden. Ach, ah, ja. Schauen wir mal, wie viel sich was anhören. Weil ich schreibe es jetzt nicht mehr runter, sondern wir machen jetzt den Podcast. Ja, gut. In der Zeit hast du ein neues Buch rausgebracht, und zwar Mein amerikanischer Kulturschock. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu kam. Naja, ich habe immer wieder mal von meinem Leben, also egal wo, aber vor allem in Amerika habe ich erzählt, und irgendwann und immer wieder sagen Leute, ah, schreib das doch mal auf. Und ja, und da habe ich gedacht, gut, da schreibe ich mal genau auf, an was ich mich da erinnere. Und das war die Zeitspanne dann, die ich aufgeschrieben habe. Also als ich das Elternhaus sozusagen verließ und in die Großstadt kam. Und das war, ja, das war wieder mal so ein Kulturschock, könnte man das nennen. Also ein Bruch im Leben. Denn das Leben im Mittelwesten in einer kleinen Gemeinde, kleinen Dorf, also Dörfer gibt's da nicht, das Ortschaft von knapp 700 Leuten, umgeben von Natur und von Farms und so, das war was ganz anderes, als plötzlich in einer Großstadt zu sein, also in Columbus, Ohio, was so etwas über 500.000 Einwohner hatte. Und ja, und das war eben ein Bruch in meinem Leben, und ich habe mich dann wieder neu erfinden müssen. Und diese chaotische Zeit zwischen Anfang meines Studiums und dann schließlich, wo ich dann später Assistent wurde, und dann wurde ich Dozent für Anthropologie und Soziologie. Diese Zeit, die fiel genau in die Zeit der amerikanischen Kulturrevolution, der Hippies und Flower Children und also der ganze Umbruch, der damals auch der Vietnamkrieg war da, und die Bürgerrechtsbewegungen und was da stattfand, da fällt das hinein. Du warst also mittendrin in einer spannenden Zeit. Ja, absolut. War eine sehr spannende Zeit für Amerika, ja. Das Lustige ist ja im Chinesischen, wenn dir jemand, du mögest in einer spannenden Zeit leben, ist es eigentlich eine Verfluchung. Genau. Aber bei dir war es eine Möglichkeit, dich neu zu erfinden. Was ich spannend in deinem Buch fand, du kamst in eine neue Gegend, also völlig neu. Und was du gemacht hast, du hast dich quasi integriert. Du hast dich nicht abgeschottet und hast gesagt, ich lebe jetzt meine eigene Kultur, sondern du hast gesagt, ich öffne mich und nimm das, was da ist, und mach was Neues draus. Ja, das ist sowieso eigentlich, wie ich das immer mache, wenn ich an einen neuen Ort komme. Ich versuche zu erspüren und zu sehen, was da los ist, und auch, ja, wie jetzt, wohnen wir ja ganz abgelegen auf einem Berg, und ich bin dann, als wir herkamen, die ersten Jahre, jede Schlucht, jeden Tobel, würde man sagen, durchwandert, und also, und keine Bergspitze habe ich da ausgelassen, und habe gesehen, was da, wie die Tiere sind, und ich habe zugehört, was die alten Bauern im Tal alles erzählten. Also das ist wichtig, dass man dass man sich
Ja, einfindet, einlebt, einfindet, einspürt. einlebt, einspürt, dass man den Genius Locus dann auch wirklich entdeckt. Ist es eine besondere Eigenschaft von dir oder ist uns das einfach abhanden gekommen? Ich weiß nicht, ob das eine besondere Eigenschaft von mir ist. Ich denke, das ist natürliches Instinkt. Und wenn das fehlt, ja, dann hockt man einfach da. Nein, ich schaue immer, es fängt an mit, dass ich schaue, welche Pflanzen da direkt ums Haus und vor dem Haus wachsen. Denn das sagt auch sehr viel aus, was für ein Ort da ist. Man sagt ja auch, die Pflanzen, die um dein Haus herum wachsen, sind genau die Pflanzen, die du in der jetzigen Situation brauchst. Ja, das sagt man und irgendwie stimmt das. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Die Menschen nehmen ihre Pflanzen mit, oft. Also dass die erscheinen plötzlich. Die hat man vielleicht gar nicht gepflanzt. Wie hier oben hat es keinen Beifuß gegeben. Aber den hab ich gepflanzt. Das muss ich Ja. sagen. Ich bin unten im Tal gewesen und da wurde gerade, das war in den Spät-80er Jahren, da wurde gerade die Eisenbahn rausgerissen, also die Schienen wurden rausgerissen im Zuge der Rationalisierung der Bahn. Und ich sah, als ich da mit meinem alten Auto da vorbeifuhr, da sah ich, wie ein Bagger das ehemalige Gleisgelände planierte. Und da sah ich ein kleines, vielleicht ein Fuß hohes, also 30 Zentimeter hohes Beifußpflänzchen. Da habe ich angehalten. Ich hatte eine Handschaufel mit und bin runter und bin dahin und habe mir den Beifuß ausgegraben und habe ihn hier oben gepflanzt. Denn hier gab es den Beifuß, auf diesen Höhen gab es den gar nicht. Wegen der Höhe. Aber notwendig ist er, weil ich denke mal, böse Geister gibt es überall. Ja, naja, es ist sozusagen für mich, was die Indianer sagen würden, ein pflanzlicher Verbündeter. Und den habe ich dann hier gepflanzt, in dem neuen Garten, den ich da umgegraben hatte. Und er wuchs wie aus einer Dankbarkeit heraus. Der wurde riesig, hat Schön. mich groß gefreut. Und dann im nächsten Jahr gab es überall kleine Beifußpflänzchen. Also der hat sich auch toll vermehrt. Und wir brauchen ja Platz für Gemüse und so. Und da habe ich die kleinen Pflänzchen dann überall rundherum ausgepflanzt. Aber im Garten wuchs der immer noch. Und dann im dritten Jahr, da sagte meine Frau, das geht doch nicht, die ist überall der Beifuß, man kommt ja gar nicht in den Garten. Und ich merkte damals wieder, dass Pflanzen wirklich dankbar sind, dass sie antworten, dass sie kommen und wachsen gerne, wo man die Pflanzen, mit denen man verbündet ist, die wachsen gerne da oder manchmal ganz spontan, wie Schöllkraut. Auf einmal fing das an, hier am Hausrand zu wachsen, zum Beispiel. Und dann viele Jahre später, nachdem ich die Borreliose hatte, da erschien spontan, erschien hier die Karde, die Weberkarde. Die sieht so ein bisschen aus wie eine Distel, ist aber keine Distel, sondern gehört zu den Skabiosengewächsen, so wie Ackerwitwenblume, die Skabiose und so weiter. Und sehr interessant übrigens ist, das Wort Skabiose, Scabies, vom Lateinischen heißt Krätze und wurde in der Volksmedizin seit eh und je als Mittel für Krätze und dergleichen verwendet. Es reinigt von innen her und da wuchs es einfach. Und ich habe dann Tees und Tinktur damit gemacht und das hat die Borreliose bei mir rausgetrieben. Das ist natürlich immer, wenn man so ein Ereignis hat, wo bei einem gewirkt hat, muss es nicht sein, dass es bei anderen wirkt. Weil man wird ja dann sofort auseinandergenommen nach dem Motto, der Stall sagt jetzt, das würde funktionieren. Aber das gehört ja noch viel mehr dazu, dass eine Pflanze heilt. Ja, das ist so. Das ist unser Glaube an Wirkstoffen.
Aber die Pflanze heilt nicht nur wegen ihren Wirkstoffen. Das sind andere Dinge, die da mitschwingen. Und ganz wichtig dabei ist auch der Geist des Menschen, der Geist des Heilers. Und deswegen sagen die Ojibwa-Indianer zum Beispiel, wenn die Medizinleute da eine Heilpflanze graben, dann sagen sie, dein Geist und mein Geist zusammen mögen wir einen Geist der Heilung bilden. Das ist ein typischer Spruch. Es wird ja in traditionellen Kulturen werden die Pflanzen ja meistens angesprochen. Das ist auch in unserer Kultur gewesen und mit einem Spruch, der die Pflanze an ihre Heilkraft erinnert. Und dann erst wird sie angewendet. Also die Pflanze galt traditionell als ein Wesen, das sich da materialisiert oder materiell da ist, nicht nur als Stoff, auch als lebendes Wesen und die geistig-seelische Komponente, die ist nicht verkörpert, so mehr oder weniger kann man das sagen, aber sie ist anwesend. Und der Heiler ist immer ganz wichtig, es ist nicht nur die Pflanze. Hier im Allgäu, da heißt das Fünffingerkraut, das ist so ein wunderbarer Wundheiler und Frauenkraut, Entspannung, entspannend. Und das heißt Krampfkraut. Und das hat der Kräuterpfarrer Kneipp verwendet und es ist ihm tatsächlich gelungen, jemanden, der Wundstahlkrampf hatte, damit zu heilen. Der war schon ganz verkrampft, konnte nicht mal den Mund mehr öffnen und er träufelte in Milch gekochtes Krampfkraut dem Patienten ein und es gelang ihm, ihn zu heilen. Das kann aber niemand ihm nachmachen. Er war sozusagen, er war ein, was man sagen würde, ein richtiger Medizinmann, wie die Indianer das sagen würden. Und zusammen mit der Pflanze hat er einen Wundstahlkrampfen heilen können. Wie viel spielt der Patient noch mit rein? Es gibt so einen schönen Spruch: Man hört eine Tür quietschen, der Pessimist sagt, die Türe schließt sich, und der Optimist sagt, die Türe öffnet sich. Ja, das ist ganz wichtig, dass der Patient dass er von innen heraus einen Wunsch hat, geheilt zu werden und dass er auch eine Haltung hat, das wird mir helfen. Wenn da Skepsis hineinkommt, ja, wer weiß, ob das heilt, das ist, ja, ich werde es mal versuchen, aber es wird nichts nützen, dann wird es wahrscheinlich nichts nützen. Also die Seele spielt ja eine Riesenrolle mit in der Heilung. Ja. Ja, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Tiziano, noch eine Ja. Runde auf dem Karussell. Und das fand ich so klasse, weil der war ja überall unterwegs, in Indien, wo du auch warst, hat überall Ja. eine Pille bekommen für seine Krebskrankheit und er hat nicht dran geglaubt, dass es hilft, sondern nur die Chemo. Und zum Schluss ist er dann, ohne das Wissen, ob etwas anderes ihm geholfen hätte, verstorben. Ja, das Das ist so. bestes Beispiel, und er hat es noch schön geschrieben, also es ist lesenswertes Buch, und die Erkenntnis daraus ist, so wie du sagst, entweder lässt man sich drauf ein mit allem, was man hat, dann kommt auch Heilung, oder man bleibt suchender. Ja, oder vielleicht ist es auch so, dass ganz, ganz tief die Heilung gar nicht erwünscht ist, dass man vielleicht seine Lebensaufgabe schon getan hat oder ja. Oder sie nicht annehmen kann. Oder ja, es gibt viele Dinge, die es verhindern, seinen Lebenszweck zu finden oder auch zu leben. Darum hieß ja auch das andere Interview von dir, Sein Leben leben. Das mit dir. Mal sehen, welchen Titel ich für dieses hier finde. Ich würde nochmal Aha. zurückgehen aus deiner Studentenzeit, weil du warst ja mittendrin in den ganzen Durcheinander. Und du bist ja irgendwann mal an Experimente gekommen, wo es darum ging, die unterschiedlichen psychedelischen Stoffe auszuprobieren.
Und LSD war da im Spiel, alles Mögliche, was zu dem Zeitpunkt da im Gange ist. Und irgendeine innere Fügung hat dich ja davon abgehalten, da weiterzumachen. Also hat dich sozusagen ins Leben zurückgeholt. Ja, natürlich. Das waren wertvolle Grenzerfahrungen. Weil wir wissen jetzt Und hinterher, dass zu dem Zeitpunkt ganz viele Projekte von den Geheimdiensten gestartet wurden. Also Ultra, wie heißt die andere? Ultra irgendwas? Also M. Ultra M, gell? Also da gab es ganz viele Projekte in dem Bereich. Und wann hattest du dieses große Bild, dass du verstanden hast, was da eigentlich mit dir passiert ist? Also das kam erst Jahre später, denn was passierte ist, dass mein bester Freund an der College, der hatte einen Freund in Harvard und der war, dieser Freund, der war in Harvard Psychologieassistent bei einem Medizin, nicht Mediziner, bei einem Wissenschaftler, Psychologen namens Timothy Leary. Aber das wusste man gar nicht. Und der schickte mal einen Brief an mich und meinen besten Freund und sagte, wir machen sehr interessante Experimente hier in Harvard. Dass da die CIA dahinter war und so, das wussten wir alles gar nicht. Wir wussten gar nicht, was er uns geschickt hatte. Und da habe ich und da hat er einen Brief geschickt und da war ein kleines Pülverchen. Das war wahrscheinlich LSD in so in Traubenzuckerlösung oder so. Das sind ja so ganz geringe Mengen, das kann man gar nicht sonst verschicken. Und da habe ich das kleine Pülverchen dann in den Kaffee gerührt und ich hatte eine Vorlesung am selben Tag. Es ging um englische Literatur, um angenehmes Sujet. Und da habe ich das getrunken und ging dann zu der Vorlesung. Und die vorhergehende Vorlesung in dem Saal war noch nicht fertig. Und es geschahen so ein bisschen merkwürdige Dinge. Ich merkte, dass die Worte, die da ausgetauscht werden, die waren eigentlich wirklich inhaltsleer. Die Worte kullerten wie ausgetrunkene Softdrink-Dosen und so. Und dann nach einer Weile, dann klingelte es und die Tür ging auf und da strömten die vorhergehenden, von der vorhergehenden Vorlesung strömten hinaus und da sagte jemand, der neben mir stand, mit dem ich geredet hatte, sagt, komm, jetzt fängt's ja an, gehen wir rein. Und da dachte ich, nee, das geht ja nicht, wie eine Herde. Und das Klingeln, das war für mich wie bei Pavlovs Experimenten. Und ich sagte, was er nicht verstand, ja, ich bin doch kein Pavlovscher Hund oder sowas, habe ich gesagt. Hatte zumindest Schaum vom Mund oder Speichelfluss? Nee, überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, im Grunde genommen wusste gar nicht, hatte auch keinen Zusammenhang mit diesem Pülverchen, das ich genommen hatte. Ja, und dann dachte ich, gut, was mache ich? Gehe raus, traf zufällig eine Freundin draußen und die sagte, oh, da drüben, da gibt's einen Film und das ist ein französischer Film. Ja, damals in Nordamerika, da sah man, also im Mittelwesten, da gab's fast keine ausländischen Filme, es gab auch keine an der Universität Kent State, Ohio State University. Da gab es auch keine Literatur in irgendwelchen Sprachen. Und da war so ein Film was Besonderes. Gingen wir in den Film und die Wirkung, die steigerte sich. Und ich saß da und sah, wie der Film dann anfing und habe das auf sehr verschiedenen Ebenen gesehen. So etwas ist möglich mit LSD. Ich weiß nicht, ob das heute möglich ist. Ich wusste ja gar nicht, was mir passiert, aber ich schaute die Leinwand an und dann das Lichtspiel. Also das war offensichtlich. Und dann zur gleichen Zeit, auf einer anderen Ebene, sah ich, wie sich da irgendwelche Mimen abrackerten, irgendwas darzustellen und man konnte so richtig spüren, ja, ein paar, die hatten einen Kater und wollten eigentlich nicht und
Ja, und das war eine andere Ebene. Und dann war die Ebene, in der alle Zuschauer gefangen waren. Und das war so die Geschichte, die Erzählerebene. Das war Alain Delon, der spielte einen Obdachlosen und sie seufzten mit. Und ich dachte, das ist ja fantastisch, wie die Menschen da wie in einem Netz gefangen sind. Also, und ja, und hatten Mitleid mit Alain Delon, dem ja, dabei hätten sie überhaupt nicht dieses Mitleid mit jemandem, den sie draußen sehen würden. Und auf all diesen Ebenen zur gleichen Zeit, das war im Februar, das war so im Spätfebruar, glaube ich, da spürte ich den Wind und ich sah auch zugleich, dass das Gebäude, in dem das stattfand, ja, vor 100 Jahren oder ja, vor 100 Jahren war es doch Dinosaurier, ne? noch nicht da und noch ein bisschen davor war das einfach Urwald, in denen die Shawnee-Indianer zu Hause waren. Das spürte man. Und ich spürte den Wind, den Geist des Windes, durch die Mauern fegen, aber nur der Geist, nicht der Wind selber. Und dann plötzlich klingelte es wieder und das Film war aus, alle standen auf, wie auf Kommando, als ob da ein Spieß war, der sagte, aufstehen, rausgehen. Und ich blieb sitzen und genoss die jetzt stille Leinwand allein. Und meine Freundin, die war außer sich, was ist mit dir heute los? Du tust so komisch. Und ja, ich wollte da mich nicht rumärgern mit ihr und bin dann auch rausgegangen, kam draußen, setzte mich hin, obwohl es eiskalt war, auf den Bürgersteig und merkte, ich war jenseits von Raum und Zeit. Und ich realisierte, dass Zeit irgendwie eine Illusion war und rief den Leuten zu, sitzend auf den kalten Gehsteinplatten, rief ihnen zu, die Zeit hat aufgehört, die Zeit hat aufgehört. Keiner konnte es verstehen. Und natürlich keiner konnte es verstehen. Zufällig kam der Professor, dessen Vorlesung ich geschwänzt hatte, kam vorbei und sagte, geht es Ihnen gut? Und ich sagte, ja, wunderbar. Und er hat mir dann daraufhin, ein paar Tage später kam ein Brief von ihm und er sagte, Sie sind ein guter Student, ich weiß nicht, was für Probleme Sie haben, aber steigen Sie bitte nicht aus dem Studium aus, Sie haben viel zu geben. Ja, und eben da saß ich da und meine Freundin war außer sich und dann plötzlich war es, ich hörte wie eine Stimme und die sagte so, du hast ein Mysterium gesehen und jetzt gehst du wieder zurück in die Welt. Und obwohl ich da saß, war es, als ob meine Seele von, ja, Kilometer in dem Himmel hoch herabschwebte wie so ein Adler und dann war ich wieder bei mir. Also das war völlig unvorbereitet und sowas hatte ich noch nie erlebt. Ja. Also das war so der Einstieg. Erst viel später habe ich erfahren, dass das Lysergsäure war und wahrscheinlich von dem Labor des Schweizer Chemikers Albert Hoffmann. Ja. Dann warst du sozusagen ein kurzes Teil vom MK-Ultra-Programm oder welchem auch immer. Ja, wahrscheinlich, Ein ja. Gastmitglied. Sei froh, dass du nur Gast warst. Ich Ja, glaube, auf jeden Fall, das ist ein ja. Geschenk. Es ist interessant, wenn du Pilze anschaust, gibt es ja ein paar, die haben ja auch einen sehr berauschenden Zustand, das Psilocybin. Ja, Das Psilocybin. Und da hat man ja erforscht, wie das wirkt. Das gibt ja hemmende Neuronen, es gibt ja eine Schicht über der Neuronenschicht, die wieder Verhalten reduziert, dass wir nicht anfangen, nur zu lallen oder Reime sprechen. Und dieses Default Network, das wird gehemmt, sozusagen die Neuronen, die das Ganze runterfahren. Und dadurch kommen ja Dinge zustande, die wir normalerweise in der Zivilisation macht man nicht, darf man nicht, quasi gehemmt werden. Und das passt ganz gut zu dem, wie du sagst, die Zeit existiert nicht mehr, es ist alles frei losgelöst. Das ist ja richtig interessant. Also, Ja, das das hast du da ist erlebt. also die Chemie, da weiß ich sehr wenig drüber, warum und welche
Synapsen und Neuronen da im Spiel sind, sondern mich interessierte und interessiert im Augenblick immer noch vor allem das Phänomen, was passiert denn da? Was erlebt die Seele? Und für die Seele ist das, war das ein, wie ein Auslöschen der Ego-Grenzen. Und für Menschen, die sehr im Ego sind, kann das schrecklich sein und angsterzeugend, weil es ist wie eine, so ein bisschen wie das Sterben selber. Also Individuum, das wird, ja, oder das Ego wird ausgelöscht und man erfährt, und man geht jenseits der Grenzen, die uns im Grunde genommen kulturell vorgegeben werden, sonst würde eine Gesellschaft gar nicht funktionieren. Es würde nicht funktionieren, wenn die Menschen ständig in diesem Zustand wären. Die würden letztendlich tatsächlich verhungern oder was immer. Aber das war für mich zum Teil eine wichtige Erfahrung, dieses über die Grenze gehen, und das ist mir auch zugute gekommen, dann, wenn ich in wirklich anderen Kulturen war. Ich habe da nie andere Völker oder wo ich war, bei den Indianern zum Beispiel, Cheyenne-Indianern oder in Indien. Ich hab da nie wie so das Ganze von einer objektiven Warte, wo die anderen Menschen oder die andere Kultur zum Gegenstand wird, Zum sondern halt Objekt. immer zum Objekt, ja, das ist dasselbe, Objekt aus Genau. dem Du hast es Lateinischen. immer als Subjekt gesehen, als Persönlichkeit und bist Ich eingetaucht. habe es immer, ich habe immer, ich bin immer eingestiegen, das sagt man zum Teil, sagen wir, going native. Ich wollte die Kulturen und die Völker, die ich da beobachte oder wo ich war, ich wollte die so sehr wie möglich von innen heraus. Ich wollte ihren Standpunkt, nicht wie man es objektiv oder gegenständlich beschreibt. So wollte ich sie angehen. Wow. Wenn ich jetzt diese besondere Zeit der letzten 1,5 Jahre sehe und die Verwirrung, die durch die ganze Welt seltsamerweise geht, sind da diese spirituellen Kontaktpunkte, den anderen als Subjekt zu begegnen, ist es da verloren gegangen? Ja, es ist eine, immer wenn die Angst im Spiel ist und die Angst, wenn sie Ist groß. tatsächlich geschürt wird, um die Menschen irgendwie zu bewegen, in eine Richtung zu bewegen, das ist wie das Konditionieren oder Dressieren von Tieren. Man gibt ihnen Schmerz oder macht ihnen Angst und dann parieren sie. Das ist alles sehr gut studiert worden, sogar von MK Ultra. Das war so ein bisschen mit der Anfang dieser intensiven Studien. Man kann die Menschen bewegen, wenn man ihnen Angst macht, Angst vor dem Tod, Angst vor Schmerz und so. Das ist etwas ganz anders als wie das Befreiende. Das ist ja. Das ist eigentlich ein trauriges Menschenbild, wenn man Menschen über Angst steuert. Die Gegenfrage ist, wie können die Menschen wieder in die Kraft kommen? Wie kommen sie raus aus dieser Angstfalle? Ich denke, vom Wesen des Menschen überhaupt, irgendwann hört ein negativer Zauber auf. Die alten Völker, die im Englischen heißt das, bei den germanischen Sprachen ein Spell, ein Zauber, ja, ein Zauber, der wirkt von Zauberern gewoben und da gibt es Bad Spells, die Menschen einfängt, knechtet. Aber es gibt auch Good Spells, die Menschen wieder befreit. Deswegen haben die Missionare, die christlichen Missionare, die auf die englische, nach England gingen, auf die Insel, haben ihre Botschaft guten Zauber, Good Spell genannt. Daher haben wir das Wort Gospel. So die Gospel-Lieder und so, Good Spell. Und ich denke, dass die
negativen Zauber. Es kommt drauf, so hat man das damals gesehen, wenn sie ganz fein und sorgfältig von den Meistern des schwarzmagischen Zaubers gewoben werden, dann halten sie lange, dann können sie vielleicht 70 Jahre halten. Also so würde ich das sehen, was in Osteuropa geschehen ist. Oder 12 Jahre oder 4 Jahre oder 7 Jahre. Also so, ja, so geht das, ja. Also das ist ein bisschen lustig auf den Punkt gebracht, die guten Zauber, die machen gerade Urlaub. Ja, es ist, ich sehe das dann so ein bisschen aus der indischen Perspektive und ich mag die indische Sichtweise, weil man hat da eine Kultur, die sich hauptsächlich auf das innere Universum konzentriert haben. Nicht so sehr, aber nicht so sehr auf die Beschreibung der äußerlichen Welt, sondern auf die Seelenwelt, wie sie unsere Seele erfährt und in der Meditation, und da sind sie in große Tiefen gegangen. Und eins ihrer ganz starken Bilder ist folgendes, eine Geschichte, dass der Schöpfer Brahman hat seine Geschöpfe geschaffen und eine Gruppe, die hat sich entschieden, dass die Wahrheit das Kostbarste ist. Die andere Gruppe, die haben sich entschieden, dass der Eigennutzen am wichtigsten ist, wichtiger als die Wahrheit. Man kann ja, um Vorteile zu kriegen, kann man ein bisschen schwindeln und so weiter. Und so teilten sich diese Urwesen und die einen, die die Wahrheit liebten, das waren die Devas, die Götter, also die mit Licht verbundenen Wesen. Und die anderen, das waren die, ja, die Raksha oder Asura. Und sie wurden immer, ja, Sie wurden immer mehr dunkel, weil ihre Seelen verdunkelten sich. Und bei ihnen war der Zwang wichtig und der Eigenvorteil. Und so spalteten die sich und bekämpften einander. Und da die Dämonen einen guten ein Guru hatten, der von Indra, von dem Anführer der Götter, beleidigt worden war, half er mit einem Mantra den Dämonen, dass sie, wenn sie in diesen Kämpfen, wenn sie dann starben, dass sie immer wieder neu zu neuem Leben kamen. Und so lichteten sich die Reihen der Devas. Brahma war da ein bisschen besorgt. Und er erzählte ihnen, dass in dem Urmeer, dem Milchmeer, dem Ur-Urmeer, dass da viele Geheimnisse sind und viele wunderbare Medizin und Schönheiten und so weiter und auch der Trank der Unsterblichkeit. Aber da müsste das Urmeer gebuttert werden. Und da haben sich die Dämonen und die Götter entschieden, das Urmeer zu buttern. Und haben den Weltenberg als Quirl eingesetzt. Vishnu hat die Gestalt einer Schildkröte angenommen, damit ein Grund ist, wo sie quirlen konnten. Und dann haben sie die große Schlange, die endlose, die Weltenschlange, als Seil genommen. Und dann gab es ein, dann zogen sie das Seil hin und her und butterten dann die Dinge heraus. Letztendlich kam sogar der Trank der Unsterblichkeit, Amritsa, das ist wie Ambrosia. Und die Dämonen, die intelligenter sind, die sitzen am Kopfende übrigens. Der Kopf ist ja der, der so den Wahn leicht hervorbringt. Und die haben dann gesehen, der Trank der Unsterblichkeit, da ist der Krug mit dem Trank der Unsterblichkeit und nahmen es, ehe die Götter sich besinnen konnten.
Ja, das wäre schlimm gewesen, wenn die Unwahrheit, die Brutalen, die Lügner und so weiter, wenn die unsterblich werden würden und die Devas nicht. Zum Glück hat der große Vishnu das sofort gesehen und hat sich verwandelt in eine der schönsten weiblichen Geschöpfe, die man sich vorstellen kann. Die junge Frau Mohini und die Dämonen, die auch geil sind und die sie besitzen wollen, die hechelten ihr nach und vergaßen für einen Moment den Krug mit dem Trank der Unsterblichkeit und so fiel der in die Hände der Götter. Und die Idee dahinter ist, dass Lug und Trug und Angst und das Suchen nach das Überbevorteilen und so weiter, das hat keine Unsterblichkeit, das hat keine Zukunft. Aber die Götter, die mit dem Licht und mit der kosmischen Liebe verbunden sind, die bleiben bestehen, die sind unsterblich. Und solche Mythen sind ganz wichtig, denn sie sagen uns, egal wie die Zeiten sind und was da im Augenblick geschieht, wir sollten Vertrauen haben, dass die Wahrheit besteht, die bewährt sich, nicht die Unwahrheit. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft und dass wir nicht klein beigeben müssen, um zu überleben, sondern dass wir, dass das Göttliche letztendes gewinnt, ja. Langfristig gewinnen. Ich finde es Ja. lustig, weil in deinem Kapitel 3 aus deinem Buch mit dem Kulturschock, also der Dozent Ja. lebt gefährlich, zitierst du George Orwell: Je Ja. weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen. Ja, das ist leider so. Ja. Ich glaube, das ist so. Was anderes? Weil ich habe jetzt gemerkt, warum dir so viele folgen, warum du so eine Schar an Menschen hast, die dir an den Lippen kleben. Ich glaube, das ist dein Lebensweg, den du als Überraschung nimmst und nicht als geplantes Vorhaben. Ja. Wie weit sind wir heute in der Konsumgesellschaft entfernt von diesem Überraschenden hin zu diesem Berechnenden? Also die Illusion einer Überraschung bleibt ja nur noch. Das ist ja alles geplant. Bis von der Geburt, die ja schon geplant war, bis zum Tod, wo man Versicherung dafür hat und schon Platz im Friedhof, ist alles durchplant. Was ist da noch Der, vom Leben übrig? ja, man hat dann eben im Grunde genommen langweiliges Leben und dann braucht man Kompensation, dann durch virtuelle Abenteuer. Dann kann man im Grunde genommen in seinem Zimmer sitzen, kommt auch an, wer man ist. Die Jüngeren vor dem ja dem Bildschirm und die Älteren dann vorm Fernseher und da wird das Leben praktisch virtuell gelebt und da ist man dann seelisch sehr sehr arm, wenn man diesen Weg geht und dafür sind wir nicht geschaffen. Dieses Planen, dieses übermäßige Planen, ja, wir haben eine Vernunft oder einen Verstand und der ist ein wichtiger Bestandteil unserer Seele, aber er sollte nicht das Leben bestimmen. Man ruft den Verstand herbei, die Ratio herbei, um, sagen wir mal, ein gegenwärtiges Problem zu lösen. Aber das soll nicht der König der Seele sein, auf dem Thron im Herzen sitzen, sondern wir haben meistens vergessen, dass es so etwas gibt wie eine geistige Führung oder dass das Leben überhaupt ein Abenteuer ist. So hat man das im Mittelalter die Minnesänger, die haben das Abenteuer genannt aus dem Französischen Aventure, das heißt hindurchgehen. Und die Idee war, dass unsere Seele ist wie ein Ritter, der aus hehren Welten herabkommt und durch das Leben hindurchgeht und alle möglichen, ja, Schwierigkeiten erlebt, Riesen Aufgaben, gegenübersteht, die ihm Herausforderungen. Leben, ja, und die ihm Rätseln aufgeben und ja, und dann zuletzt irgendwann, dann kehrt man wieder
zurück zur Karlsburg oder so die Minnesänger und setzt sich an dem runden Tisch mit König Artus. Das sind ja alles nur Bilder, gell, aber die sind wahr. Ja. Aber so wie du sagst, wenn man das anschaut, wenn die Leute ins Kino gehen und eine Heldengeschichte anschauen, ja. Dann sind sie auch verzaubert. Aber dieser Zauber findet ja nur auf der Leinwand statt. Und dann gehen sie wieder heim, hocken sich wieder von Rechner, gehen am nächsten Tag in ihrem Hamsterrad und drehen wieder 8 Stunden Runden. Genau, und so wird das Leben im Grunde genommen ziemlich leer und langweilig und man verpasst das Leben als Abenteuer. Und also in dieser Gralsgeschichte, da sitzen sie dann und bei einem Becher Met, das ist Sinnbild für die Ekstase eigentlich, und erzählen, was sie erlebt haben. Und wenn dann 100 Millionen alle dasselbe erlebt haben und dieselben Filme gesehen haben und dieselben Ideen aufgenommen haben, das ist ja also wirklich schrecklich. Ich habe ja auch Vorlesungen gehalten, ein paar Jahre, und das, was mich am meisten gestört hat, war die Wiederholung. Also ich konnte keine Vorlesung gleich halten, ich habe immer was Neues reingebaut und wo ich dann alles hatte, habe ich aufgehört. So ist richtig, ja. Im Grunde genommen ging es mir auch so. Ich kannte es alles. Also bei meinen Vorlesungen, dann, da wusste man, aha, Zeit für einen Witz. Den hatte ich schon in den letzten Semestern erzählt. Und dann wusste ich, wie lange sie lachen und dann geht's weiter. Und das war dann zuletzt nicht mehr erträglich. Ja. Und ich sehe das bei vielen meiner ehemaligen Kollegen, die dann Karriere machten, die sind so zum Teil ziemlich ausgelaugte, seelisch ausgelaugt. Ja. Das zieht so Energie ab. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht sensibel dafür ist. Aber so in so einem Umfeld, wo nur Energieräuber da sind, da kann man ausbluten. Ja. Und das sieht man auch bei vielen. Und deswegen, in den östlichen Philosophien und auch früher in heidnischen Zeiten, dann gibt es wie eine Wiedergeburt. Man kommt wieder hinein in den Kreis und man kann es vielleicht diesmal besser machen. Die Buddhisten sagen, man kann sich 84.000 Mal auf demselben Weg befinden und nichts Neues kommt heraus. Also sie haben ja auch 86.000 Emotionen, die sie aufgeschrieben haben, um zu zeigen, wie wahnsinnig diese 5, 6 Grundemotionen dann sich aufteilen. Also ja, das ist schon faszinierend. Also der Buddhismus hat sehr viele Antworten auf Fragen, die man sich hier gar nicht mehr getraut zu stellen. Ja. Buddhismus und auch traditioneller Hinduismus, also Ismus kann man das gar nicht nennen, sondern es ist so eine freie Geistesschau und Erleben, Ja. Die Verballhornung des Ismus zu nennen. Ja, Verantwortung kommt mir da gerade in Sinn. Und in einem Buch hast du ein schönes Beispiel gebracht. In Amerika war es ja so, dass manche in Urlaub gehen, wie bei uns auch, und dann wurden die Wohnungen ja betreut während der Abwesenheit. Und irgendwo hast du geschrieben, dass die auf die Wohnung aufpassen sollten, haben dann Partys gefeiert, alles verwüstet. Und als die Leute dann zurückkamen, gab es da eigentlich nichts mehr, wo an die alte Wohnung erinnert hat. Wie gehst du damit um? Was war da die Lehre aus der Erfahrung? Das ist uns passiert, als ich so junger Dozent war. Und ich hatte dann bei der American Anthropological Convention in New York, das fand da statt, war in einem riesen Hilton Hotel. Und da hört man die alten Koryphäen, die dann sagen, was man lehren soll. Das ist wie eigentlich im Grunde genommen wie ein Politbüro, nur merkt man, dass es nicht so ist. Und zur gleichen Zeit ist es eine Jobbörse und da war von der University of Wisconsin war ein Programm, die suchten einen Ethnologen, der in dem ganzen Sommer, also in dem Sommerquartal, das sind mindestens 3 Monate, sollte der durch die verschiedenen Reservate tingeln und
aufnehmen, Tonband aufnehmen von Geschichten, die alte Indianer erzählen. Oh, das klang gut und man kriegte einen Bus zur Verfügung gestellt. Nur hat sich das dann ein älterer Professor an der University of Wisconsin unter den Nagel gerissen und für seinen Assistenten, und da war man auf einmal, ja, was machen wir da im Sommer? Oh, gut, gehen wir nach Europa. Und da sind wir unter anderem so Mitteleuropa, Wien bis nach Spanien, Andalusien war damals in. Und während der Zeit hatten wir zwei Studenten. Der eine war ein Vietnam-Veteran, etwas älter, aber nicht ganz alt, so um die 30, völlig ausgebrannt. Und seine linksradikale Freundin, die Revolution und so weiter. Und ich habe denen immer gesagt, hey, weil ich kannte den Krieg und die hatten ja keine Ahnung, diese Wohlstandskinder, was eine Revolution bedeutet, die sei friedlich, friedlich. Auf jeden Fall dachten wir, die sind gut, die können unser Haus, unsere Wohnung hüten. Nun, während wir in Europa waren, den ganzen Sommer, sind die eingezogen und hatten dann revolutionäre Feste gefeiert. Und haben dann, ja, Müll und Pizza auf am Morgen oder so oder am Abend auf die heimkehrenden oder zur Arbeit gehenden, arbeitenden Bevölkerung. Und ihr Spießer und so, lang lebe die Revolution und so weiter. Gegen alles. Und gegen alles. Und dann, als wir zurückkamen, waren sie gar nicht mehr drin. Sondern Fenster war auf, die Katzen waren halb verhungert, unsere Schallplatten, also es war ja LPs damals, die lagen überall verstreut und verkratzt und das Haus war ziemlich verwüstet und die Nachbar und im Briefkasten stand Kündigung des Mietvertrags. Ja, und die Nachbarn waren sauer und wir konnten da gar nicht weiterleben. Ja, wir haben die dann gefragt, die das Haus hüten sollen. Ja, was ist, was war da geschehen? Und so, oh, nichts, wir hatten einfach keinen Bock mehr, sowas zu machen. Und dann lang lebe die Revolution. Und so, und da mussten wir dann ausziehen und uns eine andere Wohnung finden. Also das sind so einige Erlebnisse des allgemeinen Wahnsinns, der da stattfand, ja. Das ist der andere Wahnsinn, der linke Wahnsinn, wenn man so will. Nur wie gehst du damit um? Wie hast du das runtergeschluckt? Wie hast du das verarbeitet? Naja, ich habe, also eigentlich hätte ich nichts mit denen weiter zu tun haben wollen, aber dann hat man die vergeben und dann war es so, ich wurde dann, ich kriege dann in schlechten Ruf, auch an der Uni dort, das war Zweig-Campus, und die wussten, die einfache Bevölkerung wusste ja gar nicht, was ich da unterrichte oder wer ich bin, und ein Student erzählte mir, wie er überhört hat, Townspeople, Leute da, und ich sage, what? Was für einer ist das? Soci was? Sociologist, sagte der andere. Ja, was zum Teufel ist das? Ja, das ist sozial, so wie Socialism. Weißt du, das ist, was die in Russland haben. Wo genau, dann kam die Schublade und da bist du dann reingefallen. Genau, da nehmen sie die Autos weg und den Besitz weg und da sagt der andere, ja, das brauchen wir hier nicht. Und das steigerte sich dann. Ich war ja weder links noch rechts. Also mein Anliegen war es, den Studenten einfach zu erzählen, was es für Ideologien und Weltanschauungen und so gibt und auch nicht zu kommentieren. Ich habe nicht gesagt, das ist schlimm, das ist russische Subversion oder was immer. Oder ich habe denen einfach erzählt, was für Möglichkeiten es gibt oder wie Faschismus ordnungsbesessen
so wie ein Spiegelbild, ja, das Lincoln ist. Aber ich habe nie denen gesagt, was sie glauben sollten. Ja, Und da sagte er das. mal eine Studentin, ja, sie erzählen dieses und jenes, aber was glauben Sie? Und ich habe gesagt, ja, das geht sie im Grunde genommen nichts an. Ich bin kein Missionar und ich bin keiner, der Kein irgendein Weltbild. Guru, der sagt, was weltlich Genau, ist. Die sondern ich will Gefahr ist, euch glaube ich, einfach, groß. genau, aber die waren gewohnt, die Prediger und so weiter, und hatten das erwartet. Die wussten nicht, was ich wirklich bin, und ich wurde zur Projektionsfläche, und die hatten Angst gekriegt, und zuletzt hat sich in der Stadt dann eine Bürgerwehr formiert, die dieses kommunistische Drogen- und Sexnest, und wo wir wohnten, wir haben nämlich da Studenten, die mal keine Wohnung hatten, die durften da übernachten, oder sie kamen viele kamen da auf Besuch, und die wussten wirklich nicht, die dachten, wir sind so eine kommunistische Zelle, was wir überhaupt nicht waren. Aber der Witz Und ist ja, statt zu dir hinzugehen und zu fragen, hey Wolf-Dieter, was machst du? Erklär mir das mal. Haben sie dich einfach in die Schublade genommen? 10, 20 genau. Jahre früher hätten sie dich geteert und gefedert, da hätten sie sich gar nicht weiter gefragt und Ja, aufgehängt. ja, Also ja, wenn man sich überlegt, in welchen Zeiten wir sind. ja. Ja, das ist einfacher. Einfach eine Schublade, und da gibt es vielleicht ein, zwei Reizworte oder vier oder fünf. Aber es ist einfacher, in die Schublade, als sich mit einer Idee auseinanderzusetzen oder überhaupt zu hinterfragen, richtig. Ja, Ja. das ist traurig. Da hast du so viele Sachen angeknüpft, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, das auszudröseln. Aber gehen wir vielleicht mal in das Guru-System rein, weil die Gefahr ist, wenn man so vorausgeht wie du, offen ist für die Dinge, die auf dem Wegrand liegen, sich die Sachen anschauen, seine Gedanken dazu macht, dann kommen natürlich irgendwann welche Leute und sagen, hey, da gibt es eine Abkürzung. Ich frage den Wolf-Dieter Stahl einfach mal, wie der das macht, und dann kopiere ich das und dann bin ich genauso frei. Ja, nee, das geht leider, geht das überhaupt nicht. Denn jeder hat sein eigenes Schicksal und sein eigenes Karma. Unser Schicksal, das wir erleben, hängt ja zusammen mit dem Karma. Und Karma im Sinne, alles, was wir tun, sprechen, denken, wünschen, ist eine Kraft, die in die Zukunft hineinwirkt. Und wir kommen selber dann in Kontakt mit den Dingen, die wir in Gang gesetzt haben. Und so ist jedes Karma, jedes Leben, jedes Schicksal individuell. Und da kommt man nicht weiter, indem man so Eine total Kopie kopiert. von jemand wird. Genau. Hast du schön erklärt, super. Also, Ja. ich glaube, ich hoffe, dass viele deine Erklärung verstehen und nicht einfach einem Idol, einem Vorbild nacheifern und die Kopie werden, statt ihr eigenes Leben zu leben. Ja, vielleicht ist es manchmal notwendig, da so jemand zu haben, der den Weg weist. Aber ein Idol, also eine Ein Mentor. Kopie von was zu werden, das ist überhaupt gar nicht gut. Das sagte mir der alte Bergbauer, der Arthur Hermes, der mir viel in Sachen Spiritualität der Natur beigebracht hat. Ja, so ein richtiger Bauer, der konnte mit den Tieren praktisch reden, er konnte sich so gut einstimmen, wo er wohnte, im Jura, im Schweizer Jura. Es kam immer wenn ein Besuch kam, meldete es ihm ein Specht. Das habe ich Schön. Dutzende Male erlebt. Und dann sagte er so, wir müssen unsere Werkzeuge weglegen, es kommt jemand, und wir wollen den würdig empfangen. Also so war der drauf. Und er sagte mir einmal, die Götter wollen nicht lauter Kopien, sondern sie wollen Originale. individuelle Wesen, also einmalige. Und das ist, was die Schöpfung erfreut. Ja.
Ich könnte auf jeden Fall noch Stunden weiter mit dir plaudern, aber in 4 Minuten ist unsere Ach. Stunde um. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit du hinten raus hast, ob du noch einen neuen Kaffee brauchst. Aber vielleicht machen wir einfach beim nächsten Mal nochmal ein Gespräch. Ja. Jetzt zum Abschluss ist vielleicht noch hilfreich, weil wir können ja ein bisschen in die Zukunft blicken. Also irgendwann ist diese aktuelle Verwirrung durch und vielleicht kommen die Leute auch dazu, dass nicht in der Pille, die jetzt Spritze heißt, das Heil zu suchen ist und die Heilung, Ja. sondern vielleicht mehr wieder zu verbinden mit der Natur. Also Ja. konkrete Frage, wie entgiften Sie sich von dem Gift, das Sie jetzt aufgenommen haben? Von dem Gift, das so jetzt durch die Welt fährt. Ja. Also eine Sache ist die Natur, die Bäume, die Pflanzen, überhaupt, und die Tiere, die unschuldig sind, die Pflanzen, die ja mit jedem Blatt, mit dem Himmel, mit der Sonne verbunden sind und in der Erde durch mit Hilfe der Pilzmyzelen über Kilometer vernetzt sind. Die sind egolos und sie sind, wie Schiller es einmal sagte, suchst du das Höchste, das Größte. Die Pflanze kann es dich lehren, was sie willenlos ist, sei du es wollend, das ist's. Und das ist das korrekte Zitat von was Schiller einmal gesagt hatte. Also die Pflanzen, die Natur, sie ist treu, sie ist Gefährtin. rein. Und indem wir uns immer wieder verbinden, bringt das uns auch die richtigen Eingebungen, Intuitionen, verscheucht, so, ja, sperrige, doofe Ideen, die an uns heranschleichen, und die Natur hilft. Und da hilft es, sich ganz bewusst mit der Natur zu verbinden. Sehr schönes Garten oder mal im Sommer barfuß laufen. Und was ganz gut ist, ist einfach aus der Zeit aussteigen und eine Blüte, eine Blume anschauen und sich da hineinsteigern in die Blüte. Es das heißt ja, dass Buddha, also Siddhartha, in den Zustand des Samadhi kam, indem er in einen Blumenkelch schaute. Also das ist eine Richtung. Oder dass man ganz bewusst die Sonne wahrnimmt oder dass man, sagen wir mal, auch zu dieser Jahreszeit einfach mal in einen See springt oder in einen Fluss. Das ist unwahrscheinlich kalt, aber das ruft die Geister hinein und man wird ganz wach. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, auch in der Stadt, dass man einfach da sieht, was da zwischen den Ritzen wächst und einfach da mal hinguckt. Und dann kriegt man vielleicht ein Gefühl der Geborgenheit im Sein, also dass man nicht hier gehetzt wird von einer phantomartigen Angst, die durch das Land oder durch die Länder da weht, ja. Wir machen das auch und neben dieser Geborgenheit empfinde ich auch eine Verbundenheit. Nicht Ja, diese Abtrennung, dieses genau. Ego, sondern wirklich Teil der Natur, Teil des Ganzen zu sein. Wir sind verbunden. Das ist eben die Wahrheit. Wir sind Kinder der Erde. Wir sind nicht irgendwie von irgendwoher reingebeamt und Stranger in a Strange Land oder wie die Existenzialisten sagten. Oh ja, hineingeworfen in eine Welt, die ich nicht gewählt habe und es ist nur Leid, was mir übrig bleibt, ist eigentlich mir das Leben zu nehmen, aber dazu bin ich zu feige. Also, das ist die existenzialistische Philosophie. Das sind Oh, ist alles, mir traurig. ja, traurig. Das sind alles so, das sind Eingebungen von dämonischen Wesen. Wir denken unsere Ideen, wir sind die Schöpfer. Nein, wir sind auch Empfänger, und die Welt ist weiter als wie unser beschränktes Bewusstsein. Und manchmal geht es weiter hinaus. Und da kommen
hochintelligente Eingebungen von Dämonen. Aber da ist immer Unfreiheit und Angst damit verbunden, irgendwie. Und daran erkennt man sie. Und es gibt Eingebungen von göttlichen Wesen und die folgt man lieber. Und wir haben die Freiheit, das ist unsere menschliche Freiheit, zu entscheiden, wo wir hinhören, welche Inspirationen wir aufnehmen. Ich finde es immer wieder so bezeichnend. Kein Mensch steht doch morgen aus dem Bett auf und sagt, hey, schöner Tag, lass mich leiden. Sondern jeder will aufstehen und sagen, ich will heute glücklich sein. Ja, ja, klar. Und die stehen dann auf und der Resttag ist Leid. Nur Leiden. Und das ist nur eine andere Sicht. Ja, ja, nee, ja. Man kann sehr bewusst dagegen steuern, dass man eben am Morgen aufsteht und sagt, ja, heute mache ich das Beste draus, ich werde wahrhaftig leben und ich möchte, dass mir die Götter oder die Engel oder was immer dabei helfen. Und das als bewusster Entschluss, genau. Das hilft. So aufzustehen mit diesem Bild und wenn mal was schief geht, ist es eine Lernaufgabe gewesen, wo man dran wachsen kann und nicht, jetzt will das Leben wieder mir böse kommen. Nee, nee, das sind Lernaufgaben, es heißt ja bei den altgermanischen Gott Wodan oder Odin, er führt die Menschen auf Irrwege, aber diese Irrwege sind dann Erfahrungen. Er ist derjenige, der uns wichtige Erfahrungen im Leben schenkt und die durchleben wir und daran entwickeln wir auch unseren Charakter, ja. Schön. Ich habe das Gefühl, das war jetzt ein richtig schönes, rundes Gespräch. Ich sage jetzt an der Stelle für die Aufnahme einfach mal herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Danke auch.